Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich gehe mal davon aus, dass der eine und der andere mich schon kennt, weil ich vor ein paar Wochen über Power Query geredet habe. Und heute ist ja bekannterweise das Thema Power Pivot. Mein Name ist, wie ihr gehört habt, Oliver Künzler. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Trainer bei der Digicomp und befasse mich in meiner, wie soll ich sagen, in meinem richtigen Berufsleben mit ganz vielen Kundenprojekten betreffend Excel. Und da kommt jetzt, je länger, desto mehr die Tools Power Query und Power Pivot zum Einsatz. Ich gehe, wie gesagt, mal davon aus, dass Power Query vielleicht ein Begriff für euch ist. Und ich habe damals ein bisschen so aufgezeigt, was man mit Power Query machen kann. Und Power Query ist vor allem dazu da, Daten vorzubereiten und Daten zu bereinigen, sodass die dann im Excel wieder gut benutzbar sind für Pivot-Tables oder für sonstige Auswertungen. Power Pivot ist ebenfalls ein Add-in, hat aber andere Stärken gegenüber Power Query. Jetzt bekommt ihr noch mein Bildschirm. Und das beantwortet die Frage, wann setzt man Power Pivot ein, wann nutzt man Power Pivot? Und die ganz große Stärke von Power Pivot ist, ich habe Daten aus verschiedenen Quellen und die muss ich in Beziehung setzen. Man nennt das ein Datenmodell erstellen. Das ist die ganz große Stärke von Power Pivot. Und was man ebenfalls machen kann, man kann einfache, aber auch sehr komplexe, man nennt das DAX-Formeln erstellen, beziehungsweise Daten mit diesen Formeln berechnen. Das sind die zwei großen Stärken. Es gibt dann noch so zusätzliche Sachen, die man machen kann mit Power Pivot, aber die zwei Punkte, wegen dem nutzt man Power Pivot, wegen dem. Was jetzt ganz wichtig ist, Power Query ist von Anfang an integriert in Excel, von Anfang an, aber das ist nicht so mit Power Pivot. Oder andersrum, wenn ich jetzt Excel starte, dann wird man im Excel Power Pivot gar nicht finden, gar nicht finden. Vielleicht ganz kurz rasch, unter Daten findet man Power Query, das ist komplett integriert, aber Power Pivot ist nirgends. Man muss einmal dem Excel sagen, ich will dieses Power Pivot haben. Das macht man über Dateioptionen und öffnet per Add-ins hier ein sogenanntes COM-Add-in. Das muss einmal geschehen und per Los kann ich hier eben sagen, ich möchte dieses Power Pivot haben. Sobald ich hier OK geklickt habe, erscheint oben ein neues Menüband und jetzt kann ich Power Pivot problemlos im Excel nutzen. Also zusätzlich hinzufügen dieses Menüband, ähnlich, vielleicht kennt das der eine oder andere, ganz ähnlich, vielleicht da mit Entwicklertools. Das ist ja manchmal auch nicht einfach so da. Bei Power Pivot müsst ihr dieses Add-in einmal aktivieren. Und dann kann ich beginnen, mit all diesen Befehlen hier oben dies zu nutzen. Und als erstes zeige ich euch jetzt, was das heißt, Tabellen in Beziehung setzen, ein Datenmodell erstellen. Ich habe drei verschiedene Excel-Dateien, drei verschiedene Excel-Dateien. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ihr meinen Bildschirm seht. Jetzt muss ich rasch schauen. Moment, jetzt. Ich habe eine Datei mit Kundendaten drin. Eine einzige Datei, da sind nur Kunden drin. Hier, nur Kunden, mehr ist nicht. Dann habe ich eine zweite Datei. Da sind nur Produkte drin. Und dann habe ich eine dritte Datei. Da sind Bestellungen drin. Also es sind drei verschiedene Excel-Dateien. Und mit diesen drei Datenlisten möchte ich jetzt nun eine Auswertung machen, eine Pivot-Tabelle oder sonstige statistische Berechnungen, wie auch immer.
wenn man kein Power Pivot zur Verfügung hat, wie früher übrigens, in älteren Excel-Versionen, dann hat man sich überlegt, wie kriege ich jetzt diese Daten in eine Tabelle rein? Und da wurde dann vielleicht Copy-Paste gemacht. Und dann wurde dann mit S-Verweis diese Daten in eine Liste kombiniert. Und weiß der Teufel, was man alles gemacht hat, damit aus drei Dateien eine Liste wird. Und hier hilft Power Pivot nun ganz stark, ganz stark. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, diese drei Dateien wissen im Moment nichts voneinander. Das sind wirklich drei autonome Dateien. Und ich werde diese Dateien nachher per Power Pivot in Beziehung setzen. Aber dass das gelingt, braucht es immer bei jeder Tabelle einen eindeutigen und einmaligen Wert. Typischerweise bei der Kundenliste eine Kundennummer. So ganz klassisch. Das ist der eindeutige Wert pro Kunde. Oder bei der Produktliste, die Produkt-ID. Und das muss die Bedingung, oder das ist die Bedingung, das muss man wirklich wissen, jeder Datensatz hier braucht einen eindeutigen, man nennt das Schlüssel, ein eindeutiges Feld. Und jetzt schaut mal, bei Bestellungen wiederholen sich diese eindeutigen Schlüssel. Ich habe hier bei Bestellungen die Bestell-ID, das wäre jetzt pro Bestellung die Nummer. Dann habe ich hier die Produkt-ID und ich habe hier die Kundennummer. Und diese zwei Felder müssen hier ebenfalls vorhanden sein, damit man das dann eben in Beziehung setzen kann. Das ist die Voraussetzung. Ohne eindeutigen Felder pro Datensatz wird es nicht möglich sein. Man kann, sollten in den Tabellen keine eindeutigen Werte drinstehen, man kann selber eindeutige Werte dann erstellen. Dann muss man selber eine Spalte machen, wo dann eindeutige Werte drinstehen. Das geht. Das geht. Gut, und jetzt zeige ich euch, wie das zusammenspielt mit Power Pivot. Ich muss noch erst diese drei Dateien schließen. So. Und dann habe ich jetzt Excel mit einem leeren Blatt geöffnet. Ein ganz normal leeren Blatt geöffnet. Ich öffne nun per Menüband Power Pivot und verwalten das Add-in Power Pivot. Klicke einfach auf Verwalten, klicke drauf. Und in dem Moment wird Power Pivot gestartet. Es gibt ein Zusatzfenster und in diesem Zusatzfenster nutze ich nun all die Möglichkeiten, die ich hier habe. Und das Erste, was ich mache, ist die erste Datei in dieses Power Pivot-Fenster hochladen. Das macht man aus anderen Quellen, interessanterweise aus anderen Quellen. Geht hier nach unten und sagt, es ist eine Excel-Datei, die ich hochladen möchte. Durchsuche und suche mir die Datei raus. He? Und das wäre dann die Kunden. Toli, ja. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Wir sehen hier mich inklusive und ganz viele andere sehen den Dialog nicht. Also wir sehen nicht, was du tust. Okay. Wir sehen immer noch das Leere. Ich weiß nicht, ob du kurz... Okay, ich weiß warum. Ich glaube, ich weiß warum. Moment, okay. Moment ganz kurz. Ist einfach ab den Bestellungen passiert. Jetzt, vielleicht jetzt seht ihr Power Pivot. Jetzt seht ihr Power Pivot, nehme ich an. In einem Zusatzfenster. Ja, und ich zumindest sehe wieder den Mauszeiger und was du tust. Ja, gut. Sonst bitte weiterhin melden. Super, danke. Danke für den Hinweis. Also, was ich gemacht habe, ich habe Menüband Power Pivot geklickt, dann bin ich auf Verwalten gegangen und in dem Moment öffnet sich Power Pivot und das Fenster solltet ihr jetzt sehen. Dieses Power Pivot Fenster. Und in diesem Power Pivot Fenster sage ich nun, wo sind meine Quellen? Welche sind meine Quellen? Und das kann ich hier, weil es eine Excel-Datei ist, aus anderen Quellen machen. Da gibt es ganz verschiedene Varianten, zeige ich dann auch später noch. Und in meinem Fall sind es ja drei Excel-Dateien, also logischerweise Excel-Datei. Auf Weiter. Und jetzt wähle ich hier Durchsuchen und nehme meine erste Datei, die ich habe. Ja? Das wäre dann zum Beispiel Kunden. Nehme ich mal Kunden.
Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, was ein bisschen komisch ist, aber es ist so. Ich muss hier noch entscheiden, dass die erste Zeile Spaltenüberschriften verwendet. Das muss man noch anklicken, was ja meistens der Fall ist. Ich verstehe nicht, warum das standardmäßig angeklickt ist, aber wie auch immer, ich muss es halt tun. Dann sage ich weiter und diese Datei wird nun per Fertigstellen und schließen definitiv ins Power Pivot-Fenster hochgeladen. Da kommen alle Kundendateien nun rein, alle. Und nun muss ich das Spiel, was ich jetzt gemacht habe, wiederholen mit den anderen zwei. Also aus anderen Quellen, Excel-Datei, dann hole ich Produkte, erste Zeile, weiter, fertigstellen. Schließen. Und jetzt seht ihr, links Kunden, rechts Produkte. Und logischerweise kommt jetzt noch die dritte Datei aus anderen Quellen, Excel-Datei, durchsuchen und nehme hier Bestellungen. Erste Zeile, weiter, fertigstellen, schließen. Und alle... Entschuldigung. Gleich noch eine Frage. Also was ist, wenn man keine Kopfzeilen hat, ist gefragt. Also verstehe ich das richtig? Sonst bitte auch korrigieren. Also was, wenn man hier importiert und es kommen keine automatischen Kopfzeichen, beziehungsweise man hat diese nicht... Also die Spaltenüberschriften. Die Spaltenüberschriften, genau, sind wahrscheinlich gemeint. Und die gibt es nicht in der Originaldatei. Die gibt es nicht, die Spaltenüberschriften. Genau. Aber das macht keinen Sinn. Also jede Tabelle sollte Spaltenüberschriften haben. Und wenn die nicht vorhanden sind, die Spaltenüberschriften, dann muss ich vorgängig schon schauen, dass ich habe. Also ich finde, Spalten ohne Überschriften ist ein bisschen, weiß auch nicht. Ist das wirklich Praxis? Fragezeichen. Ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, aber... Ja, ich kann mir vorstellen, bei Importdateien, oder wo du selber eigentlich Kopfzeilen oder beziehungsweise Spaltenübersichten reinpflegen müsstest. Wir können das später noch vielleicht fertig diskutieren, aber ich kenne keinen Fall, egal woher die Daten kommen, sei es als SAP, sei es als Times, sei es als, keine Ahnung, als Abacus oder woher auch immer, die haben immer Spaltenüberschriften. Immer. Gut, dass du darauf eingehst. Das wäre nämlich hier der Fall, wie ich sehe. Also hier wurde noch ergänzt, aus anderen Systemen, anderen Tabellen, also jetzt nicht Excel. Mhm. Also du meinst, es ist auch egal, was man importiert, schon... Je nachdem, also, wir schauen das wahrscheinlich noch an hier im Laufe, oder? Wenn man anderswo importiert, dann muss man wahrscheinlich eingeben, was man importiert. Genau, oder? Genau. Mhm. Also im Normalfall sagt man in den fremden Tools, was will ich exportieren ins Excel und dann kann ich angeben, welche Spalten und dann kommen die Überschriften mit rein. Sollte das nicht der Fall sein, ich kenne jetzt auch nicht alle Umsysteme da, wo es gibt, sollte das nicht der Fall sein, dann muss man selber Spaltenüberschriften machen. Also sonst finde ich es etwas schwierig. Spalten ohne Spaltenüberschriften finde ich etwas schwierig. Ah, es handelt sich wohl noch um alte Systeme. Also ich weiß nicht, was meinst du, Oli? Dürfen wir das am Schluss nochmal vielleicht anschauen mit konkreten Beispielen? Weil da wäre ich auch ganz gespannt, oder wie das dann aussieht und was Excel dann macht. Genau. Super. Sehr gut. Danke für die spannende Frage. Sehr gut. Also gut, ich nehme den Faden wieder auf. Ich habe drei Dateien, drei Excel-Dateien, habe die hochgeladen, diese drei Excel-Dateien in Power Pivot. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt setze ich diese in Beziehung und in der Fachsprache nennt man das, ich setze sie in Relation. Und das macht man mit einer speziellen Ansicht in Power Pivot. Das macht man nicht, wie hier ersichtlich in der Daten, sondern in der Diagrammsicht. Also ich wechsle von der Daten in die Diagrammsicht. Und alle, die schon ein bisschen vielleicht und eventuell mit anderen Datenbanktools gearbeitet haben, werden diese Ansicht kennen. Jetzt kommen nämlich von den einzelnen Tabellen nur noch die Spaltenüberschriften. Und darum braucht es Spaltenüberschriften. Also ohne Spaltenüberschriften wird es einfach schwierig. So, und jetzt habe ich hier die Produkte, ich habe hier die Kunden. Und die müssen nun in Beziehung gesetzt werden.
Und jetzt ist es so, ich habe natürlich bewusst ein etwas einfaches Beispiel genommen. Ich muss jetzt dem der Kundenliste beibringen. Du gehörst dann auch zu Bestellungen und die Produkte genau dasselbe. Und das macht man per Drag and Drop. Das heißt, die Kundennummer von der Kunden, jetzt sage ich ein Wort, Entität. In der Fachsprache nennt man das Entitäten. Das wird auch schon gehört. Ich nehme die Kundennummer von der Entität Kunden und mache Drag and Drop in die Entität Bestellungen aufs Feld Kundennummer. Und jetzt habe ich diese zwei Entitäten. Habe ich diese zwei Entitäten in Beziehung gesetzt. Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil bereits ein anderer Vorgang ausgeführt wird. Bitte. Wenn diese Meldung kommt, ist hinten dran bei Excel irgendwas am Arbeiten und ich weiß im Moment nicht was. Okay, ich mache meine Freigabe rasch weg. Moment. Darf ich das gleich mit der Frage verknüpfen? Es kann nicht sein, dass da vielleicht das Problem ist, dass die beide gleich heißen, also Kundennummer zu Kunden. Nein. Muss die denn so heißen? Nein, muss auch nicht heißen. So, und jetzt muss ich mal schauen, ob das wirklich ein Problem ist, sonst habe ich dann tatsächlich ein Problem. Moment. Nein, also die Felder, die müssen nicht gleich heißen, müssen nicht. Ich muss noch erst kurz diese Excel-Datei nochmals reinladen. So, weil ich habe jetzt Excel ganz geschlossen und jetzt muss ich es halt nochmals rasch einlesen. Und jetzt habe ich die Produkte. So. Und jetzt gehe ich in die Diagrammsicht und ich mache jetzt mal rasch hier die Produkt-ID. So, sehr gut. Und jetzt hole ich noch die Bestellungen, wie ich es vorher auch gemacht habe. So, ich bin bald wieder im gleichen Zustand wie vorher. Und jetzt probiere ich was. Ich nehme die Kundennummer und nehme sie hier hin. Ah ja, jetzt geht's. Gut. Moment. Mein Bildschirm. Tut mir leid, aber ich musste tatsächlich Excel wieder beenden. Und jetzt solltet ihr wieder mein Power-Pivot-Fenster sehen. Also, jetzt setze ich die Entität Kunden in Beziehung per Kundennummer in die Entität Bestellungen, auch per Feld Kundennummer. Und hier nochmals, diese Feldnamen müssen nicht gleich heißen. Müssen nicht. Voilà. Und jetzt funktioniert es. Und dasselbe mache ich bei Produkte und nehme die Pro-ID in die Pro-ID von den Bestellungen. Und jetzt habe ich das in Beziehung gesetzt. In Beziehung gesetzt. Und spannend ist Folgendes. Excel merkt automatisiert Folgendes. Schaut mal diese Zahl an hier bei der Linie. Das ist eine 1. Und wenn ihr rübergeht zu Bestellungen, ist hier am Schluss ein Stern. Das heißt, eine Produkt-ID aus der Entität Produkte kann x Stern Bestellungen haben. Und das sieht man sofort. 1 zu n nennt man das, diese Beziehung. Ein Datensatz von Produkte kann mehrere Bestellungen haben. Und das Gleiche gilt natürlich hier auch bei den Kunden. Wenn ich eine Beziehung falsch gemacht hätte, kann ich problemlos diese Linie anklicken und mit Delete wieder löschen. Spielt keine Rolle. Nochmals probieren. Und das Zweite ist, das habe ich euch vorher kurz erklärt, es braucht eindeutige Felder, eindeutige Spalten. Das Kundennummer, Produkt-ID und so weiter. Schaut mal, wenn ich das jetzt in Verbindung setze mit Felder, die nicht eindeutig sind. Ich mache jetzt nur ein kleines Beispiel. Ich nehme mal den Kundennachname. Ein Kundennachname kann nicht eindeutig sein. Und ich ziehe den nun in Bestellungen rein, beispielsweise egal, völlig egal, auf Kundennummer. Dann wird er das merken und sagt, ja Moment,
dieser Kundennachname ist nicht eindeutig, der enthält doppelte Werte. Und das ist der Punkt. Es wird sonst nicht funktionieren, wenn ihr keine eindeutigen Spalten habt. Wird nicht funktionieren. So, nun habe ich diese drei Dateien, diese drei Entitäten in Relation gesetzt, in Beziehung gesetzt und nun kann ich damit weiterarbeiten. Ich gehe zurück in die Datensicht. Wenn ich möchte, kann ich jetzt hier bereits verschiedene, wie soll ich sagen, Vorbereitungen treffen. Ich habe ja vorher kurz gesagt oder gezeigt in einer Folie, Power Pivot ist vor allem dazu da, Beziehungen herzustellen zwischen verschiedenen Dateien. Aber man kann auch sogenannte DAX-Formeln nutzen. Das bedeutet, ich kann weitere Spalten hinzufügen mit Formeln. DAX-Formeln, das tönt so gut, aber schlussendlich sind das eigentlich nichts anderes als normale Formeln, die man beim normalen Excel auch kennt. Formeln. Schlussendlich sind das Formeln. Und jetzt kann ich ja zum Beispiel Folgendes machen. Ich habe hier bei Bestellungen die Menge und ich habe beim Produkt den Einzelpreis. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich möchte hier den Bruttoumsatz berechnet haben. Den Bruttoumsatz. Also Menge mal Einzelpreis. Da kann ich einfach diese Spalte hier benennen. Zum Beispiel Umsatz, Brutto. Und hier kommt nun eine Formel rein. Und jetzt wird spannend. Eine Formel erstellen in Power Pivot ist leicht anders, als man es gewohnt ist vom normalen Excel. Der Anfang ist dasselbe. Ein Gleich machen. Ein Gleich. Und jetzt würde man beim normalen Excel irgendeine Funktionsname eingeben oder man würde eine Zelle anklicken und die Formel kreieren. Hier bei Power Pivot erstellt man nicht Formeln anhand von irgendwelchen Zellen, Zelladressen, sondern anhand den Feldnamen. Und das löst man mit einer eckigen Klammer. Also ich bringe dann immer die eckige Klammer und dann zeigt er mir automatisiert alle möglichen Spalten auf. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Menge mal der Einzelpreis. Und jetzt schaut mal, jetzt mache ich eckige Klammer auf. Findet man hier Einzelpreis? Findet man nicht. Und aus dem Grund muss ich jetzt nun eine Vorbereitung noch treffen. Ich kann in der Entität Bestellungen im Moment nicht den Einzelpreis von Produkte nutzen. Kann ich nicht. Ich muss eine Vorbereitung treffen. Dann geht's. Ich gehe zurück in Produkte. Und was ich hier tun muss, ist, ich will den Einzelpreis nutzen für eine Formel in Bestellungen. Dann muss man, es ist vielleicht etwas unlogisch, Man muss hier unten, man nennt das übrigens den Berechnungsbereich von Power Pivot, man muss hier über alle Einzelpreise eine Summe bilden. Also, ich mache eine Autosumme, ganz normal, wie man es kennt, Autosumme, und dann macht er hier die Summe über alle Einzelpreise. Ja, diese Zahl 666, die sagt nichts aus. Völlig nichtssagend. Aber um das geht es nicht. Jetzt kann ich in Bestellungen meinen Bruttoumsatz berechnen. Gleich, Klammer auf, die eckige, Menge mal, eckige Klammer auf. Und jetzt habe ich hier die Summe der Einzelpreise. Ich weiß, ist etwas unlogisch, aber hier sind wir im Thema Datenbanken. Doppelklick, Enter. Und jetzt wird das gerechnet. Wenn ihr Formeln über mehrere Entitäten erstellen wollt, müsst ihr die Autosumme nutzen jeweils. Dann funktioniert es.
Jetzt kann ich, wenn ich möchte, das übrigens direkt auch wieder im Power Pivot, diese Spalte noch richtig formatieren. Das macht man hier im Startmenüband, kann hier Datentyp und Format anwählen, zum Beispiel Dezimalzahl, dann ist das noch schön formatiert. Oder ihr kennt es vom normalen Excel, Tausender Trennstrich, zwei Kommastellen, könnt ihr das draufklicken. Also ihr könnt bereits im Power Pivot wieder Formatierungsvorbereitungen treffen. So, und jetzt könnte man vielleicht noch etwas Zusätzliches machen. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ich füge hier noch eine weitere berechnete Spalte hinzu, beispielsweise Rabatt. Ich benenne die Spalte um in Rabatt und kann jetzt zum Beispiel mir überlegen, wenn der Bruttoumsatz größer 1.000 ist, dann werden 5% Rabatt gegeben, als Beispiel, und sonst nichts. Also kann ich hier logischerweise eine Formel machen. Gleich, und der eine oder andere wird jetzt sicher sagen, du brauchst eine Wenn-Formel dazu, und dem ist natürlich so, if. Und jetzt ist es so, alle Formeln in Power Pivot sind in Englisch. Also gleich if, da muss ich mir überlegen, okay, welches Feld nehme ich denn? Mache wieder diese eckige Klammer auf. Und wieso kommt er jetzt nicht mit? Ah, Moment, muss ich Klammer an. Entschuldigung, ich muss ja noch die Klammer öffnen beim if und dann kann ich die eckige Klammer nehmen und dann nehme ich Umsatz brutto, wenn Umsatz brutto größer 1.000, dann rechne oder dann nimm beispielsweise 5% Rabatt. Dann würde ich jetzt rechnen Umsatz mal 0,05. Dann wird das entsprechend berechnet. Aber nur bei solchen, die größer 1.000 sind. Das heißt, nutzt Power Pivot gleich auch für Berechnungen, denn ihr habt hier alle Möglichkeiten, die man beim normalen Excel auch kennt. Das sieht man hier übrigens schön, wenn man den Funktionsassistenten nutzt im Power Pivot. Dann sieht man alle Funktionen, und sogar noch ein bisschen mehr, als wie wenn es normales Excel wäre. Das heißt ja nicht alle genau gleich, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Grundprinzip ist dasselbe. Mal angenommen, ich müsste vielleicht noch, damit es ein bisschen logisch wird, müsste ich hier vielleicht noch, das wäre vielleicht noch gut, wenn wir noch erst den Netto machen, Umsatz netto. So. Dann mache ich hier gleich eckige Klammer, Bruttoumsatz minus Rabatt. So, macht noch Sinn jetzt. Dann sage ich, okay, Tausender Trennstrich, zwei Kommastellen. So, und dann denkt man sich vielleicht, jetzt habe ich alles erledigt hier, alles sieht gut aus. Und jetzt möchte ich nun eine Pivot-Tabelle erstellen. Jetzt möchte ich eine Pivot-Tabelle erstellen. Oder andersrum formuliert, ich habe im Power Pivot alles hochgeladen, ich habe es in Beziehung gesetzt und ich habe Formeln und sonstige Vorbereitungsarbeiten erledigt. Darf ich noch vielleicht gleich noch die Frage stellen? Also andersrum würde das selbstverständlich auch gehen. Also Rabatt immer unter 1.000, dann würden wir wahrscheinlich alle Felder beschriftet sehen beim Rabatt, außer hier bei dem einzigen, bei dem es gezogen hat. Was war? Entschuldigung, ich habe es akustisch am Anfang nicht verstanden. Kein Problem. Wie war die Frage? Also sofern nicht, sonst bitte korrigieren. Also ich verstehe die Frage so, also umgekehrt wäre das jetzt auch möglich, also quasi
Wenn man einfach drunter ist, also es Ah, lassen unter sich auch, 1000. genau, also es Ah. lassen sich hier auch natürlich komplexere Gebilde hier einfügen, wie beim normalen Excel auch, Ja, oder ja, da kann ja, man ja. spielen, wie man will, oder? Ja, ganz genau. Man kann dann die If-Formel auch ineinander verschachteln, wenn ich jetzt da mehrere Bedingungen habe. Ich habe Bedingung, wenn es größer 1000 ist, kriegst du 5% Rabatt. Wenn du jedoch größer 10.000 bist, kriegst du 10% Rabatt und so weiter und so fort. Man kann If-Formeln natürlich auch hier im Power Pivot ineinander verschachteln. Wäre kein Problem. Genau, aber sonst, also bitte nachfragen. Wir Ja, können schon darf ich eine. schnell? Ja, gerne. Es war so gemeint, dass der Rabatt nur gegeben wird, wenn der einzelne Kunde im Total einen größeren Umsatz als zum Beispiel 1000 hat. Also der gleiche Kunde hat mehrere Bestellungen und wenn dort dann die Grenze von in der Summe von 1000 erreicht wird. Ich verstehe. Nicht Okay. pro Datensatz. Das habe ich jetzt Nein. gemacht, pro Bestellungsdatensatz, das habe ich Genau. jetzt gemacht, sondern ich habe schlussendlich, und du möchtest dann schlussendlich im Gesamttotal von allen Kundenbestellungen des Von Einzelkunden. einem Genau, Kunden. das würde auch funktionieren, aber dann braucht es wieder eine Vorbereitung, dann musst du wieder total machen, Umsatz brutto. Du brauchst dann wieder ein Gesamttotal übers Umsatz brutto und dann darf die Formel nicht so lauten, sondern sie muss dann übers Umsatz brutto total laufen. Würde funktionieren, würde funktionieren. Die Frage ist jetzt noch ein bisschen, möchtest du hier machen oder dann vielleicht auch dann erst später in der Pivot-Tabelle? Das ist dann die Frage. Du hast beide Varianten. Du kannst es hier machen oder du könntest es auch später machen. Aber möglich ist es, selbstverständlich, ja. Gut, ich habe das jetzt alles so berechnet und jetzt sage ich schlussendlich, ich möchte gerne Pivot Table haben. Das macht man hier über Startmenüband, Pivot Table und hier gibt es eine relativ große Auswahl an Möglichkeiten. Ihr seht, das meiste, was man braucht, ist sowieso normalerweise Pivot Table. Klicke drauf. Jetzt muss ich wieder die Freigabe stoppen und den Bildschirm wechseln. So, dann klicke ich drauf. Wo soll denn die Pivot sein? Im vorhandenen Blatt, meinetwegen hier in dieser Zelle. Okay, okay. Und nun kann ich, das seht ihr jetzt rechts ganz schön, nun kann ich hier eine Pivot-Tabelle erstellen. Und das Coole ist jetzt eben nun, weil das in Beziehung gesetzt wurde. Ich kann Felder nehmen von Bestellungen, ich kann Felder nehmen von Kunden oder und ich kann Felder nehmen aus Produkte. Beispielsweise könnte ich jetzt Folgendes machen. Ich nehme die Kategorie aus Produkte. Voilà, Kabelstecker, Zubehör. Dann beispielsweise nehme ich die Menge aus Bestellungen. Voilà. Und nehme vielleicht noch den Umsatz netto. Wie auch immer. Und stelle meine Pivot zusammen anhand den Feldern von diesen drei Entitäten. Ohne Power Pivot würde das auch funktionieren, so etwas, aber nach meiner Ansicht viel mühsamer. Viel mühsamer. Und mit Power Pivot, die große Stärke nochmals, sind die Relationen setzen, dass ich über mehrere Dateien Pivots erstellen kann. Ich speichere kurz diese Datei. Möchte noch etwas zeigen. Du wolltest noch eine Frage stellen? Richtig, genau, hast du mir angesehen. Ganz, ganz genau. Und zwar auch eine gute Frage, oder? Also da geht es dann auch noch um, also Daten kann ich im Datenmodell importieren, schreibt der Teilnehmer. Ich könnte das aber auch im Power Query machen und von dort Ja. aus ins Datenmodell. Und ja, Das da stellt sich die Frage, Sinnhaftigkeit, sinnvoll, wann macht man was? Ja, genau. Also ich mache Datenmodellierungen, wie ich es hier gezeigt habe, mache im Power Pivot und alles, was ich vorgängig vorzubereiten habe, zu bereinigen habe und so weiter, das mache ich im Power Query. Das ist mein Vorgehen. Also ich habe Tabellen, die sind unbereinigt, ich muss Bereinigungsgeschichten machen, bla bla bla. Und dann nutze ich Power Query, weil es dort einfacher geht. Und dann lade ich die Tabellen runter ins Excel und diese Tabellen lade ich dann wieder hoch
ins Power Pivot, mache meine Beziehungen, meine Relationen und setze dann übers Power Pivot meine Pivot-Tabelle ab. Beantwortet sich die Frage? Stellt sich noch die Frage, warum? Also, wann ist das sinnvoller? Und dann kommt noch eine weitere Frage. Wie will man Relationen setzen im Power Query? Und das ist im Power Query nicht ganz einfach. Viel aufwendiger. Ich kenne einen Weg, viel aufwendiger als Power Pivot. Nochmals, Power Pivot nutzt man, um Relationen setzen zu können. Das ist die ganz große Stärke. So etwas geht im Power Query nicht ganz so einfach. Beantwortet sich eventuell diese Frage? Und also ich schätze, und sonst kann man das gerne am Schluss. Super. Sonst können wir das gerne aber nochmal aufgreifen am Schluss. Wie auch immer, genau. Ich will nur sagen, wie ich es mache. Zuerst Power Query und wenn das erledigt ist, Power Pivot, sofern ich Relationen setzen will. Das ist der Punkt, sofern ich Relationen setzen will. Ich kenne viele Fälle, wo man keine Relationen setzen muss. Also brauche ich auch Power Pivot nicht. Ich kann alles in Query machen, Power Query machen. Alles. Nochmals, Relationen, Power Pivot. Gut. Jetzt habe ich eine Pivot-Tabelle gemacht. Und einfach noch kurz zum Zeigen, der Vorteil ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt an der Rohdaten, Moment rasch, ihr bekommt gleich meinen Bildschirm. So, wenn ich jetzt nun an den Rohdaten irgendeine Änderung habe, das ist zum Beispiel bei Bestellungen, ich mache ein Beispiel, irgendwo hier bei 27, hier bei dieser Bestellung wurde ein Tippfehler gemacht oder was auch immer. Ich erhöhe da mal diese Menge auf 24.000. Dann schließe ich diese Bestellungen und öffne dann meine entsprechende Datei, die ich vorher kurz gespeichert habe. Ich bekomme gleich wieder meinen Bildschirm. So, dann habe ich jetzt die Pivot-Tabellendatei geöffnet, Inhalt aktivieren. Und wenn ich hier die aktualisiere, nun wird sich hoffentlich die Summe der Menge auch verändern. Und das hat man hier gesehen, es funktioniert. So, das war das erste Beispiel. Man hat drei Excel-Dateien und die will man in Relation setzen, damit man eben Pivot-Tabellen erstellen kann. Und jetzt zeige ich euch noch ein zweites Beispiel. Und dann reden wir hier nicht von verschiedenen Excel-Dateien, sondern wir haben hier verschiedene andere Dateien. Ich habe eine Excel-Datei, ich habe eine Text-Datei und ich habe noch eine Access-Datei. Ja? Ich starte Excel wieder. Ihr bekommt gleich meinen Bildschirm. Gehe über Power Pivot ins Verwalten. Und jetzt schalte ich mich dann ein, dann seht ihr nämlich vom Beginn weg das Power Pivot Fenster. Voilà. Dann lade ich die erste Datei rein aus anderen Quellen. Nehme jetzt hier wieder meine Excel-Datei als allererstes. Das ist diese Lead-Statistik. Aufpassen, erste Zeile, weiter. Ich habe eventuell mehrere Arbeitsblätter. Das ist übrigens die Auswahl, wo ich mehrere Arbeitsblätter wählen kann. Ich nehme das Standard-Arbeitsblatt und lade es rein. Voilà, dann ist das drin. So, und nun hole ich die nächste Datei, aber das ist dann eben kein Excel, sondern beispielsweise, das könnte jetzt auch aus einem fremden System kommen, aus anderen Quellen als Textdatei, eine normale Textdatei. Durchsuchen, das ist diese hier. Und hier sieht nun die Auswahl logischerweise etwas anders aus. Ich muss dann hier entscheiden, welche sind die Spaltentrennzeichen. In meinem Fall sind das die Strichpunkte, die Semikolons. Aufpassen, erste Zeile. Aha, jawohl, stimmt, alles gut, fertigstellen.
schließen und jetzt ist die Textdatei ebenfalls oben. Und dann hole ich das nächste noch, die dritte Datei. Das ist eine Access-Datei aus Access und wähle direkt aus Datenbank aus Access und hole die noch rein. Sieht wieder leicht anders aus. Hätte ich noch irgendwelche Authentifizierungen und so weiter und so fort, könnte ich Benutzername, Kennwort eingeben, brauche ich hier alles nicht, sage weiter. Und hier kommt, gibt es bereits Listen und so weiter in der Access-Datenbank oder soll eine Abfrage geschrieben werden für die Access-Daten? Ich sage, wir haben bereits eine Liste, weiter, das ist diese hier, fertigstellen. Und dann holt ihr die Liste aus der Access-Datenbank. Und nun geht das Spiel wieder los. Alle drei Sachen sind drin. Gehe auf Diagrammsicht und seht, kein Problem. Ich kann nun die Entitäten wieder in Relation zueinander setzen. Ich habe es hier auch relativ einfach gehalten. Ich nehme zum Beispiel die Kontakt-ID und wähle hier Kontakt-ID. Ich möchte nochmals betonen, diese Namen hier müssen nicht gleich sein. Es macht Sinn, dass sie gleich sind. Ist dann einfacher, um die Relation zu setzen, muss aber nicht. Und dann die Lead-ID zu Lead-ID. Das sind einfache Beispiele, das ist mir auch bewusst. In meiner Praxis habe ich hier durchaus 15 verschiedene Entitäten und die dann in Relation setzen, ist dann schon teilweise eine Herausforderung. Aber ich möchte betonen, es funktioniert. Das ist überhaupt kein Problem. Und 15 Entitäten im Power Query in Relation setzen, wird schwierig. Wird einfach schwierig. Darum Power Pivot. Vielleicht noch auf die Frage von vorher zurückkommen. So, jetzt könnte ich natürlich selbstverständlich wieder Formatierungen vornehmen, beispielsweise. Muss mal schauen, ob man da hier, ja genau, zum Beispiel hier, das könnte ich vielleicht noch kurz zeigen. Die Uhrzeit nimmt er vielleicht nicht so rein, wie man das sich gewohnt ist. Dann könnte ich hier sagen, ja, nein, die Uhrzeit stimmt so nicht. Also kann ich selbstverständlich in Power Pivot das Format wieder entsprechend anpassen. Ha? Ich will hier nur die Uhrzeit sehen, Stunden, Minuten, Sekunden braucht es. Jawohl, braucht es, also nehme ich die Variante. Dasselbe gilt natürlich für das Datum erfasst am. Das ist dann zum Beispiel dieses Format. Also alles schon vorbereiten hier, was man so braucht. He? Jetzt könnte man hier natürlich, also das ist übrigens so ein Praxisbeispiel, also ein Teil eines Praxisbeispieles. Selbstverständlich könnte man nun Folgendes machen. Es war das Ziel damals, dass man eine Statistik hinkriegt. Zeig mir alles an, was um 10 Uhr an einem bestimmten Tag passiert ist. Um 10 Uhr. Und zwar nicht 10, Doppelpunkt 13, Doppelpunkt 21 und so weiter. Dann könnte man jetzt problemlos eine Formel hinzufügen, wo mir einfach die Stunden übernommen werden. Die Stunden. Oder es gab auch die Variante, die ich schon hatte, zeig mir das pro Quartal an. Und dann kann man sich überlegen, mache ich es per Gruppierung in der Pivot-Tabelle? Kennt ihr vielleicht? Ich kann in der Pivot-Tabelle selber gruppieren. Kann ich. Und wenn das irgendwie nicht möglich ist oder ich möchte das gar nicht so haben, dann könnte ich hier eine Formel schreiben. Zeig mir pro Datum das Quartal an. Quartal 1, Quartal 2, Quartal 3 und so weiter und so fort. Ich will einfach damit sagen, hier kann ich x beliebige Formeln schreiben. X beliebig. Kein Problem mit Power Pivot. Formel, nur um noch kurz den Unterschied zu zeigen. Formeln kann ich natürlich auch in Power Query machen. Natürlich. Selbstverständlich. Würde auch gehen. Ha? Für mich ist der ganz große Unterschied diese Relation. Und du willst nochmals eine Frage stellen? Ich habe schon gemerkt. Du kommst einfach. Stell sie. Genau. Also dazwischen war jetzt gerade noch die Frage reingerutscht, wäre das nicht ein klassischer Schritt, den man in Power Query macht? Das war aber noch 2, 3 Sätze vorher. Mhm. Also welcher Schritt vom Formeln? Genau, das ist jetzt eben die Frage. Also, da bin ich gleicher Meinung. Das, wenn ich
Tabellen hochlade in Power Query, ist tatsächlich so, und ich dort Bereinigungen mache, dann kann ich natürlich auch gleich entscheiden, ich mache meine Formeln in Power Query. Lade sie runter ins Excel, hole sie hoch ins Power Pivot, mache meine Relationen, mache eine Pivot-Tabelle und dann ist das Sache erledigt. Ist tatsächlich so. Geht, ja. Also hier kann man selber entscheiden, wo macht man die Formeln, wo bereitet man die vor? Entweder Query oder Power Pivot. Das ist so. Meist einfach eine Effizienzfrage demnach. Ja, oder eine Logikfrage für mich. Das ist für mich eine Logikfrage. Muss ich viele Textbereinigungen oder Datenbereinigungen machen mit meinen Tabellen? Dann mache ich es zuerst in Query. Sind meine Daten aber schon plus minus so, wie ich sie dann später brauche, dann kann ich auf Query, Power Query verzichten und direkt ins Power Pivot gehen und meine Relationen erstellen und fertig. Das ist eine Frage, was muss ich tun mit meinen Daten? Welche Vorbereitungen muss ich tun mit meinen Daten? Das ist die Frage. Gut, also ich hoffe, das beantwortet sonst die Frage, sonst auch gerne Rückfragen. Und ich schätze, also Oli, du bist jetzt mehr oder weniger eigentlich durch jetzt mit dem. Ich hätte noch ein drittes Beispiel, aber nur ganz kurz, rasch. Ich weiß, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten, aber vielleicht kann ich noch kurz was zeigen. Moment, rasch. Ganz kurz, rasch. Ich muss da rasch eine Pivot machen. So, voilà. Ich will es nur kurz sagen, was es ist. Ich hätte ein Beispiel vorbereitet, aber aus Zeitgründen werde ich jetzt das nicht tun, aber dass ihr versteht, was man damit meint. Ihr bekommt mein Bildschirm. So. Also ich habe das jetzt runtergeladen ins Excel, meine Stammdaten und Access-Daten und so weiter. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Jetzt würde ich hier eine Pivot-Tabelle erstellen. Und jetzt kommt etwas, was ein bisschen speziell ist. Wenn ihr schaut im Menüband Power Pivot, habt ihr noch die Möglichkeit von Measures und KPIs. Und Measures bedeutet, ich kann eine Formel erstellen. Zum Beispiel, ich habe Verkäufer. Ich habe irgendwelche Verkäufer und die haben Umsatzzahlen gemacht. Zum Beispiel Umsatzzahlen gemacht. Und ich habe aber auch noch ein Umsatzziel. Also machen wir ein Beispiel. Oliver Künstler ist Sales. Das sieht man dann in der Pivot-Tabelle. Der hat Umsatz gemacht 10.000, aber das Ziel wäre 15.000 gewesen. Dann mache ich eine Formel, das nennt sich dann Measure, wo ich die Differenz rechne. Also 10 hat er gemacht, Ziel wäre 15, also ist er bei minus 5.000. Ich brauche also ein Measure. Und jetzt kommt der Punkt, mit diesem erstellten Measure kann ich dann ein KPI erstellen. Und dieses KPI ist dann nichts anderes als eine, wie soll ich sagen, eine grafische Darstellung, ähnlich wie man es kennt bei bedingten Formatierungen und die Ampelsymbole. Ich kann dann hier bei KPIs sagen, wenn die Differenz zwischen tatsächlichem Umsatz und Zielumsatz zum Beispiel 0 ist, dann kriegst du eine grüne Ampel. Und was höher ist natürlich, grüne Ampel, ist die Differenz aber zum Beispiel jetzt wie bei mir minus 5.000, dann kriegst du eine rote Ampel. So, zusammengefasst, ihr braucht ein Measure und wenn dieses Measure erstellt wurde, könnt ihr ein KPI erstellen, das ähnlich aussieht wie bei den bedingten Formatierungen Ampelsymbole. Etwas speziell, ich will nur erklären, was diese zwei Sachen hier noch zu tun haben. So, und das wäre jetzt mein Schluss, weil wir haben ja bald 3 Uhr und somit gibt es jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen oder dann noch deine Schlussinformationen. Genau, richtig, weil wir hatten ja noch 2 oder 3, je nachdem. Mhm. Zum einen haben wir noch die Datenimportgeschichte eben ohne die Überbegriffe gehabt. Ja. Ich wollte aber vielleicht, bevor wir noch den anschauen, Roland war das, hat noch gefragt, eben sinnvoll ja oder nein, mit
Beantwortet, da wusste ich nicht ganz genau, war das beantwortet oder nicht beantwortet. Okay. Sonst jetzt gerne Fragen auch ohne, also mit Mic on, wenn du möchtest. Also sehr gerne. Nicht, dass wir da, ich schätze, das können wir schneller abhaken sonst. Also für mich ist die Frage beantwortet. Ist okay. Okay. Super. Gut. Gut, vielen Dank. Weitere Fragen vielleicht, wo ich so kurz noch beantworten kann oder noch eine Idee geben kann, wie auch immer? Ja, ich habe noch eine Frage gestellt. Kann ich zwischen zwei Entitäten mehrere Relationen bilden oder muss ich das Kannst du, überhaupt? kannst du. Ja. Und kann ich oder muss ich auch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe der Kunde, der wohnt, da habe ich noch die Kantonsangabe und ich habe zum Beispiel noch die Verkaufsregionen, oder? Und dann ist der Kanton, der gehört dann irgendwo in die Nordwestschweiz. Ist dann, muss ich das noch machen, weil das ist dann eigentlich auf dem Sales schon drin, irgendwie. Oder Aber die, brauchst du ja es gar genau, nicht mehr? also das ist halt jetzt die Frage, ist in deiner Kundendatei das Verkaufsgebiet drin? Ist das schon drin? Wenn nicht, brauchst du eine Zusatztabelle, wo du die, sag mal, 10 Verkaufsgebiete hast. Da hast du diese 10 Verkaufsgebiete drin. Am besten machst du eine Nummerierung und jeder Verkäufer braucht dann diese Nummerierung auch. Und dann brauchst du die Relation. Dann Okay, brauchst du die ja. Relation. Wenn aber natürlich die Verkaufsregion beim Kunde schon bereits drin ist, dann brauchst du es selbstverständlich Brauchst nicht. du nicht, ja. Okay. Also nur wenn ich eine Zusatzinformation rausholen will, brauche ich es. Und sonst kann ich es einfach sein So ist es. lassen. Ja, so Ja. ist es. Ja, Ganz gut. genau. Ja, Merci. bitte. Super, dann kann jetzt noch mal eine Ja, hab's reingerutscht. gesehen, genau. Genau, sorry. Wird die Access-Datenbank monatlich neu kreiert? Was? Wird die Access-Datenbank, welche zum Beispiel neu kreiert? Ebenfalls Power. Wird die Access-Datenbank neu kreiert? Aber Also ich nein, nehme an, quasi also ich nehme an, die aktualisiert, oder? Daten, oder? Die Daten in der Access-Datenbank werden logischerweise im Laufe der Zeit. Genau. Genau. Okay. Und das ja, ganz klar ja. Werden ebenfalls in Power BI aktualisiert. Ganz klar ja. Und das ist eben auch das Coole schlussendlich. Wie bei Power Query. Man hat bei Power Pivot zwar einen Aufwand, je nachdem, wie viele Entitäten ich habe, noch relativ großer Aufwand, aber dieser Aufwand muss nur einmal gemacht werden. Und nachher aktualisiert man und die Sache ist erledigt. Egal woher die Quellen sind, egal wo. Werden die Beispiele, ja, die werden zur Verfügung gestellt. Die kann ich Also, euch dann, die hat Abdul, Christian, Abdul hat die. super. Also, ich frage mal, ob man die auch mit der Präsentation gleich mitschicken kann oder Kann man, zumindest kann verlinken man, oder so. kann man. Haben Gut. wir bei Power Query auch gemacht. Das geht, kein Problem. Also ihr bekommt ja noch einen Link dann zur Präsi, dann kriegt ihr diese Übungsdateien, die ich gemacht habe. Und dann kriegt ihr auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich habe mir immer, mache mir immer so Notizen. Und diese Schritt-für-Schritt-Anleitung ist für euch natürlich auch gut, damit ihr es nachvollziehen könnt. Gut, weitere Fragen? Ja, das finde ich schön, was Andreas geschrieben hat. Sehe ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist eigentlich das Ziel gewesen, dass ich euch so Ideen gebe. Wo könnte man Power Pivot einsetzen? Ich möchte noch betonen, noch ganz kurz zum Abschluss noch. Das war Grundlagen, also das ist Essentials gewesen. Power Pivot ist natürlich, wenn man das im hochprofessionellen Bereich anwendet, kann natürlich noch viel mehr, muss man schon auch sehen. Ich habe jetzt nur einfache Formeln gezeigt, aber man kann das natürlich problemlos ausweiten. He? Problemlos. Genau. Hochkomplexe Sachen sind möglich im Power Pivot. Gut, dann Ah. Michael, kleine Spalten. Ja, genau. Da sind wir wieder. Nicht, dass wir den noch vergessen, die Frage. Kannst du mir da mal noch sagen, was so. Also grundsätzlich gibt es immer wieder Fälle, wo man eine CSV-Datei zum Beispiel bekommt ohne Spaltenüberschriften. Jetzt Excel oder respektive Power Pivot
fragt ja, hat es Überschriften? Also wenn ich das nicht anklicke, was passiert dann? Ja, dann nimmt er den ersten Datensatz und ohne Überschriften. Aber schau mal, dann ist der erste Datensatz quasi die Überschrift. Ja, genau. Fragt er dann nicht nach, wie die Spalten heißen sollen? Also soweit, müsste man ausprobieren, kurz gesagt. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher. Tatsächlich bin ich jetzt unsicher, weil bei mir kommt das nicht vor. Ich staune wirklich, dass man Listen kriegt ohne Überschriften. Also ich staune. Es gibt noch so alte Legacy-Systeme, die machen Exporte ohne Überschriften. Okay. Da muss man einfach wissen, was was ist. Richtig. Aber schau mich ja noch seltene mal. Fälle heutzutage, aber es gibt halt eben noch. Okay. Probier es bitte aus. Ich behaupte, er nimmt den ersten Datensatz, bin aber jetzt etwas unsicher. Aber früher oder später glaube ich eben, dass du trotzdem ein Problem kriegst wegen der Relationssätzen. Du brauchst ja Spaltenüberschriften, um Relationen zu setzen. Ich mache sonst Access-Datenbank, ich kenne es. Gut. Okay. Super. Danke. Bitteschön. Gut. Ja, super. Gut. Also das finde ich so toll. Das ist nämlich nicht immer so, dass wir da so knapp dran sind und immer noch gefragt wird. Das finde ich richtig schön. Kann man so richtig profitieren hier. Das ist toll. Also muss aber trotzdem jetzt einen Schlussstrich ziehen, oder? Tut mir sehr, sehr leid. Aber ich schätze, also wenn man da noch irgendwie eine Zusatzfrage hat zu dem, darf man vielleicht noch stellen oder einfach vielleicht per E-Mail. Schreibe hier noch die info@digicom.ch Adresse. Also nicht, dass ich jetzt hier jemanden vergraule oder ähnlich. Also gerne schreiben. Dann schaue ich gerne mit dir, Rolli, dass wir da die Antwort rausholen, dir rauskitzeln. Und muss ich leider den Abschluss machen, aber super schön. Also vielen, vielen Dank nochmal an diese Stelle für alle, die hier mitgemacht haben und so rege mitgemacht haben. Das ist wirklich toll zu sehen. Hier einfach noch natürlich 3 verlinkte Kurse, die ihr alle noch erhält per E-Mail. Da darf man dich 1 oder 2 Tage sogar für sich beanspruchen in einer kleinen Gruppe diesbezüglich mit ähnlichen Fallbeispielen. Und selbstverständlich darf ich noch Werbung machen für die weiteren Digisnacks. Hier jetzt mehr Wertschöpfung, IT, also Prozessmanagement oder auch noch Projektmanagement nächsten Monat. Wenn ihr wieder dabei sein wollt, bitte dabei sein. Oder wenn ihr jemanden kennt, auch gerne. Und dann, Tadel loben, empfehlen, ebenfalls über die Mailadresse. Und dann mache ich auch schon fertig. Vielen, vielen Dank nochmal. War sehr schön mit euch. Einen wunderschönen Nachmittag und hoffentlich bis bald wieder. Auch von meiner Seite herzlichen Dank und ebenfalls einen wunderbaren Nachmittag, eine gute Woche und dann natürlich schöne Pfingsten. Tschüss zusammen.